Das ist der Twist an der Sache. Es kann auf Wahrheiten basieren, es kann aber auch frei erfunden sein. Okay. Okay. Also, und es kann auch was Verrücktes sein. Es kann natürlich was Verrücktes sein. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute Stadt, Land. Tralala! Genau. Wir spielen Stadt, Land, Fluss und zwar mit Musical, Theater, basierten Themen. Und die Themen sind nicht Stadt, Land, Fluss, sondern erstens Grund ins Theater zu gehen, zweitens Regieanweisung, drittens Zwischenruf aus dem Publikum und viertens Fangeschenk. So, und wir starten halt einfach mal. Hanna, möchtest du das Alphabet durchgehen? Okay, ich fange an. A. Stopp. G. 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 Hm, spannend. Okay, Grund ins Theater zu gehen, was hast du? Glück. Glück, das ist schön, man hat Glück, ins Theater gehen zu können. Es macht glücklich. Das auch, also ja. Aus dem Grund geht man hin, würde man sagen. Ja, das auch. Was hast du, Gerrit? Ich habe die Gesellschaft. Man hat Gesellschaft von anderen. Mm, schön. Sehr gut. Ich habe gerade, weil was Gutes läuft. Das ist immer ein guter Grund. Muss man ja hin und wieder mal abwägen, ob überhaupt was Gutes gerade läuft. Ne? Mhm. Das stimmt. Mhm. Genau. Regieanweisung. Größer. Geh, geh. Ich habe auch größer, aber dann noch geschrieben, gib mir mehr. Ja, ja. Ja, guck, das, ja. Kommt auch auf das, ja. Das passt, oder? Okay, Zwischenruf aus dem Publikum. Geh heim. Geh heim. Gen. Oh. Ich habe genau das Gegenteil. Geiler Scheiß. Okay, okay, okay. Ich hätte noch als Idee, das würde zum Beispiel zu Thrill Me gut passen. Gay. Ui, 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 ui. Okay. Das hatte ich tatsächlich mal, als ich bei Kindern in der Schule einen Workshop gegeben habe und habe einen Song gesungen und ein Schüler mitten im Song gay. Hab das erstmal geflissentlich ignoriert. Was war das für eine Schule? Das war mein altes Gymnasium. Da gebe ich ab und zu so Workshops und dann einer so mit, so ein Proletenjunge, ne? Ja, schon, ne? Wow. Fangeschenk. Mm, Gummibärchen. Mhm. Ah, ja. Mhm. Was hast du? Geld. Ich hab auch Geld. Wie kommt ihr darauf? Keine Ahnung. Das ist einfallslos. Stell dir mal vor, wenn man wird manchmal gefragt von Fans so, ja, kann man dir was mitbringen? Und wenn man dann sagen würde, ja, Geld. Ich bin Künstler, weißt du doch. IKEA-Gutscheine. Also ich bin Künstler, ich verdiene nichts. Also bei so Dinnershows kriegt man dann ja doch schon mal was zugesteckt. Okay, ne? Aber das also, ist ja dann Trinkgeld, das ja, ist ja kein Fangeschenk. Ne? Das geht. Weil man auch. Das niemals annimmt. Tatsächlich? Sollt ihr also, das nicht annehmen? Na, also ich nehme sowas nicht an. Das mag ich nicht. Ja. Der nächste Buchstabe im Alphabet, möchtest du jetzt diesmal okay. Das Alphabet durchgehen? Ich sag einfach okay. Stopp. Alles klar. A. Stopp. P. P. Gott. So, okay. Kompletter Nonsens am Ende, aber okay. Okay, Grund ins Theater zu gehen. Ich weiß nicht, ob wir das gelten lassen können, aber ich habe Politik aufgeschrieben. Ist vielleicht nicht der Grund, warum man hingeht, aber eine der Aspekte, für die man auch hingehen sollte oder die man, ja. Finde ich, ein bisschen im Theater mit inbegriffen haben sollte. Wenn man auch in politisch-kritische Stücke vielleicht auch mal geht. So. Ja, beziehungsweise man findet in fast jedem Stück ja irgendwas Kleines, was vielleicht nicht jedem gleich auffällt, was nicht immer das Wichtige ist, aber... Mhm. Was hast du geredet? Ich habe... Ganz blöd, das persönliche Interesse oh an dem nein, Stück? Ich habe genau das Gleiche geschrieben. Ja. Okay, keiner Punkt für uns. Okay, ach so, genau, Punktesystem. Was gewinnt man hier eigentlich? Vielleicht eine Punkt. Ich glaube, wir geben. Lassen wir einfach die Zuschauer die Punkte verteilen, oder? Oh. Das ist doch super fair dann, oder? Du verteilst im Nachhinein Punkte so auf dem Video drauf, gibst dir immer 10 und bling, 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 bling. Und einen Punkt so. Highscore. Das geht auch, das geht auch. Genau. Okay, Regieanweisung. Pose. Schön. Mhm. Ich habe Position.
Ja, okay. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ich habe zu privat oder mehr Präsenz. Das ist gut, ja. Mhm. Ja, privat kriegt man oft. Ja. Mhm. Zu privat. Wobei, das geht in beide Richtungen. Etwas ist zu privat oder ich brauche das ein bisschen privater. Ja, stimmt. Ja. Okay. Zwischenruf. Pass auf. Ich habe auch mal irgendwas umfällt. So, ich dachte so bei An Tanz der Vampire, wenn sich diese Treppe so reindreht. So, pass auf, da kommt die Treppe. Das gibt es ja im Kindertheater bestimmt häufig. Stimmt. Pass auf, die Hexe, pass auf. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Gut, was hast du? Ich bin auf nichts gekommen mit D. Okay. Ich passe. Okay. Ah. Oh. Das könnte auch ein Zwischenruf sein. So, ich passe. Ich bin raus. Wenn es dir gar nicht gefällt. Fangeschenk. Puppe. Ich habe schon öfter mal irgendwelche kleinen Puppen bekommen. Jetzt gerade eine. Kurzem so eine Mary-Puppe. Ja, ich habe so eine Mary-Puppe bekommen. Richtig. Sehr schön. Ich habe alte deutsche Schreibweise Fotos mit PH. Wow. Schon nee. Ich habe einen Pusteblumenstrauß. Das ist richtig süß. Das ist, ja. Süß. Das ist echt süß. Dann kriegst du den so übergeben und dann kannst du das halt direkt so. Da muss man aber vorsichtig transportieren, ne? Dass nicht alle Dinge schon weg sind. Genau. So, okay. Jetzt bist du dran. Dann mache ich das Alphabet jetzt, okay. Und ich sag du stoppst, okay. Ah. Stopp. T. Grund, ins Theater zu gehen. Buschfunk. Also wenn alle sagen, es ist mega gut und dann sagt man so, na gut, dann geh ich auch mal gucken. Okay, sehr gut. Was hast du? Ich habe Bespaßung oder Besuch der Familie. Ich habe Because why the fuck not? Okay. Ja, okay. Deswegen hast du die Regel mit den Sätzen gemacht, ne? Ja, genau. Geht eigentlich alles. Genau. Das macht dann auch noch mal ein bisschen. Ach so, wir müssen, wir dürfen Sätze. Du darfst auch einen Satz machen. So alles. Er muss dann halt nur mit dem Buchstaben beginnen. Okay. Regieanweisung. Brüche. Ja. Brüche. Mhm. Das musst du mir erklären. Brüche ist, also, wenn man, es gibt physikalische und emotionale Brüche. Das heißt einfach nur, wenn du von einer Stimmung oder Position plötzlich wechselst, wenn du zum Beispiel auf einmal, obwohl du gerade ganz ruhig warst, total wütend wirst oder angepisst. Oder das ist ein Bruch und manchmal ist der zu klein oder zu groß. Okay, verstehe. Was hast du? Besser Verständlichkeit. Also bessere Verständlichkeit. Mhm. Wenn man nuschelt. Mhm. Ich habe, bist du wahnsinnig? Das ist meine alte Schauspiellehrerin. Wobei ich... Das ist vielleicht eher eine Kritik als eine Anweisung. Ja, ja. Ja, das ist vielleicht, ja, ja, stimmt. Ja, das eine stimmt. Note. Das stimmt. Ja, okay, eine Note. Okay. Zwischenruf. Buh. Ja. Ah, warum bin ich da nicht gekommen? Das wollte ich auch erst nur. Dachte ich so, ist zu offensichtlich. Ach, jetzt fiel mir nicht ein. Was hast du? Ich habe Boring. Mhm. Rocky Horror Picture Show. Ja, stimmt. Mhm. Genau. Ich habe, boah, heftig. Boah. Fangeschenk. Bier. Okay. Wenn du Bier bekommst als Fangeschenk, hast du den falschen Ruf. Hab ich auch noch nie bekommen. Ich hab gehört, das magst du halt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was hast du? Basteleien, Blumen oder Bilder. Blumen. Oh, wie dumm. Mhm. Natürlich. Ich habe ein Beatmungsgerät. Ja, weil zum Beispiel, das kennst du ja bei Mary Poppins, ihr seid da so viel am Rumtanzen und Rumdancen und super kalifragilistisch und so, ist super schnell und super anstrengend wahrscheinlich. Da ist ein Beatmungsgerät manchmal wahrscheinlich ganz praktisch. Ja. Hätte ich mal eins, ja. Ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Also, ihr habt's gehört. So. Jetzt sag ich wieder A. Genau. Mhm. A. Stopp. E. E. Grund, ins Theater zu gehen. Erinnerung. Schön. Mhm. Entertainment. Oh, ja. Mhm. Stimmt. Ja, ich bin wieder in die, ich bilde einen Satz Richtung gegangen und zwar einfach, weil ich nichts lieber tue.
Ja. Ja. Mhm. Regieanweisung. Ehrlicher. Habe ich auch. Hast du auch? Habe ich auch. Haben wir das beide öfter gehört bekommen? Oh, vielleicht sollten wir uns ein bisschen Sorgen machen. Ich habe etwas mehr Gefühl, bitte. Ja, ja. Lassen wir durchgehen. Zwischenruf. Ähnlich. Ist das wienerisch? Ich weiß gar nicht. Das ist alles, was mir eingefallen ist. Ah, ähnlich. Ekelhaft. Oh. Ja, ich habe auch was sehr Fieses. Ich habe erbärmlich. Oh mein Gott. Ja, okay, das ist dann was für hier Facebook-Kommentare. Ja, genau. Ja. Ja. Unsere Zwischenrufe sind ja eher negativ. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ne? Ja, das stimmt. Obwohl mein erstes mit geiler Scheiß, das war schon. Ja, stimmt, der sehr war besser. Positiv, ja. Ja. Okay, Fangeschenk. Eierlikör. Ich sehe schon, das nimmt hier eine bestimmte Richtung bei mir. Hanna schreibt nur noch Alkohol auf. Alkohol. Aber gibt es ja noch was mit jedem Buchstaben? Ist gar nicht so schlecht. Das stimmt. Mach das so wie Rolle Mary mit einem, dass man immer so einen. Rumpunsch! Eierlikör! Ich habe etwas Süßes oder Edelschokolade. Oh, Edelschokolade ist okay, aber etwas Süßes, ja. Genau die Art von Schummeln, über die wir geredet haben. Ja, ich streich ja schon durch. Das zählt nicht als Punkte. Edelschokolade ist aber sehr gut. Ich habe Energy Drink. Das ist gar keine schlechte Idee. Nee. Also ich kenne ein paar Kandidaten, die richtig abhängig sind. Absolut. Echt? Und ich kenne auch ein paar Kollegen, die das schon mal geschenkt bekommen haben, weil das bekannt ist, dass sie so viel Red Bull trinken oder sowas. Ja, das sind die keinen Kaffee mögen. Die müssen dann... So, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, dann haben wir 5. Das ist eine schöne Zahl irgendwie. Ja, okay, auf jeden Fall. Hm? Du fängst an mit dem Alphabet. Alles klar. A. Frag mich, wann er wieder bei A ankommt. A. Stopp. Jetzt war ich wieder bei B. Achso. Okay, noch einmal. Schneller. Stopp. C. Oh nee, oh Gott, C, wirklich? Das ist schwer. Okay, ich bin fertig. Wie macht denn das mit C? Kannst du auch Sätze bilden, ne? Also wenn das leichter ist, dann kannst du auch einen Satz draus machen. Es gibt so wenige Wörter auf C. Ja, das stimmt. Ich wäre so... Hoffst du, dass dein Gehirn was einfällt? Schon. Dass aus dem Unterbewusstsein was hochkommt, wenn du das Geräusch machst? Macht ihr das nicht? Wenn immer. Doch, ja schon. Immer. Doch, bei E. Na komm. Komm, du Gehirn, arbeite. Tu was für dein Geld. Oh, das wäre ein cooler Zwischenruf. Mir gewesen, fallen nur Abwandlungen für meine. Tu was für dein Geld. Vielleicht haben wir auch eingedeutschte englische Wörter, die mit C anfangen. Vielleicht. Haben wir sicher. Eins davon habe ich ja benutzt. Okay, lass uns überlegen. Okay, wir machen kurz Brainstorming. Also. Ach Gott. Schach. Das S ist stumm. Mir fallen nur die... Ja, okay. Grund ins Theater zu gehen. Charme. Das habe ich auch. Mhm. Ich habe das eigentlich auch in einer abgewandelten Version, und zwar charmante Begleitung ausführen. Das ist ein teures Date, aber ja, kann man machen. Ja. Haben wir alle doch schon gemacht. Alle, ständig. Regieanweisung. Charmanter. Hast du jetzt alles mit dem Wort? Ich habe Calm Down. Oh, sehr gut, ja. Oh, mhm. International Shit. International, ja. Ja. Ich habe Charisma. Scheiße! Oh. Gut! Die einfachsten Mensch. Sachen. Ja. Zwischenruf. Charmant! Das war so ein charmanter Abend mit meiner charmanten Begleitung. Ich habe, wenn zum Beispiel bei Frozen, wenn sie den Quick Change hat mit dem Kleid, oh, schick. Schick. Oh, schick. Mhm. Ich hatte erst den Zuschauer mit Sprachfehler, und zwar schön. Habe dann aber noch umgeändert in cool. Oh mein Gott, wie dumm. Cool. Wie dumm. Ich
mein Gehirn war völlig blockiert. Das ist ja auch das CH-Konzept. Das war CH, genau. Ja, genau. Oh, ja. Mann, cool, ja. Natürlich. Ja. Und jetzt so unsere Alkoholrunde. Ja, jetzt die Alkoholrunde mit C. Chianti. Mhm. Chardonnay. Mm. Ich habe auch Chardonnay, ja. Wir trinken keinen Alkohol. Nein, sowieso nicht. Da war auch nur Wasser in der Tasse, ne? Ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Sehr lustig. Und ich hoffe auch, dass die Zuschauer ein wenig Spaß dabei hatten, uns dabei zuzugucken, wie wir ein bisschen hier rumblödeln mit Musical-Begriffen und Sätzen. Vielleicht lasst ihr einfach mal in den Kommentaren einfach mal eure Meinung zu dem Video da oder auch, was man noch für Kategorien nehmen könnte beim nächsten Spiel. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch gerne ein Like da und checkt auch die Social-Media-Kanäle von Gerrit und Hanna aus. Sind unten dann in der Box auf jeden Fall verlinkt. Genau, viel Spaß weiterhin im Theater. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Äh.